Hallo ihr Lieben, ich erzähle euch heute von meiner ersten Schwitzhütten-Erfahrung und wie das Ganze so für mich war und was Schwitzhütte eigentlich bedeutet. Jo, meine erste Schwitzhütten-Erfahrung. Ich kann vorab erstmal sagen, dass diese Schwitzhütten-Erfahrung mir ganz schön viel Stärke für ja, mein Leben jetzt gebracht hat. Das vorab. Also Schwitzhütten sind uralte Gebräuche. Früher haben das die Indianer auch schon gemacht. Und ja, es wird halt alles selbstständig aufgebaut und am Ende auch wieder abgebaut. Wir haben das ganz traditionell gemacht. Das heißt, wir haben wirklich angefangen, erstmal Äste und Stämme zu sammeln von Haselnussbäumen und ich glaube Weiden. Und dann haben wir da reingehauen und die Äste gebogen, dass wir so ein Dach hatten. Schwitzhütten sind typischerweise auch immer sehr tief und klein. Man krabbelt da rein und man kann da gar nicht stehen, aber man kann aufrecht sitzen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass und intensiv für mich, das zu machen. Es war witzigerweise und besonderer und interessanterweise eine Familienschutzhütte. Sowas ist halt nicht typisch. Da waren Kinder von 1,5 Jahren mit drin bis Erwachsene über 60. Also alles Mögliche an Menschen sozusagen, vom Alter her gesehen. Das war sehr, sehr intensiv. Ja, wie hat das Ganze dann, wie ist es abgelaufen? Nachdem wir das fertig gebaut haben, gesägt und nicht geschraubt, man hat alles gebunden. Und dann hat man Decken drüber gemacht, über dieses Holzkonstrukt. Und ganz viele aufeinander, sodass es richtig dunkel wird in der Schwitzhütte. Und der Micha, der die ganze Schwitzhütte geleitet hat, hatte so fette, dicke Steine. Die wurden dann ins Feuer gelegt. Und ja, die werden da gebrannt, bis sie glühend heiß sind. Dann gab es einen Feuerhüter, den Luca, und der kümmert sich die ganze Zeremonie über um das Feuer. Ja, es war eine richtige Zeremonie. Wir haben uns erst in einem Tipi getroffen, wo alle, die mitmachen, da waren. Und der Micha hatte so eine Indianerpfeife selbst gemacht, stundenlang hat er erzählt, mit so Federn dran und allem, und hat da Kräuter reingetan, ganz normale Kräuter, die man auch so trinken kann, soweit ich weiß, und hat den Raum eröffnet. Also wir saßen da halt mit den Kindern und die Erwachsenen und es war voll wow, irgendwie, das war schon ein sehr schöner Anfang. Und dann ging es einmal rum und jeder durfte sagen, was er sagen wollte, warum man hier war, wofür man dankbar ist, warum man sich freut, das jetzt zu machen und was die Erwartungen sind. Und danach ja, konnte man dort, wo das Feuer war, nochmal Dinge ins Feuer schmeißen, die man loslassen will oder von denen man auch schwer loskommt, aber die man eigentlich nicht mehr braucht. Und ja, das ist halt sehr schön, so dieser Loslassprozess, einfach Dinge, die, ja, zu lernen, einfach Dinge loszulassen und ein bisschen freier davon zu werden. Ich habe mein Reisetagebuch da reingeschmissen, hat für mich ja so ein schönes Gefühl verursacht, weil die Reise ist vorbei und ich bin gewachsen und ich möchte das und brauche das gar nicht mehr nachzulesen, denn ich spüre das alles in mir. Und ja, wichtige Seiten habe ich noch rausgerissen, die ich einfach als Erinnerung haben wollte, aber das sind dann nur 5 oder so, 5 kleine, und das ist so ein kleines Tagebuch gewesen, Seiten gewesen. Und ich habe eine Schokolade mit reingeschmissen. ja, das ist ein Zeichen für mich, für eine Ernährungsweise, die bewusst ist und die mir gut tut und die nicht, ich möchte loslassen von dem Essen, welches ich manchmal einen Tag lege, wo ich einfach eigentlich Langeweile habe oder mich traurig fühle oder nichts zu tun habe oder eigentlich was anderes machen will, aber mich dann irgendwie ablenke und unbewusst werde und dann unbewusst esse. Deshalb habe ich das da reingeschmissen. Und ja, ist auch schön, das jetzt mit euch zu teilen. Vielleicht fühlt ihr euch da auch ein Stück weit verbunden, könnt das nachvollziehen. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Sache mit dem Feuer. Und
Und ja, die Schutzhütte hat in der Mitte ein tiefes Loch, haben wir da reingegraben. Und die Erde, die aus dem Loch sozusagen kommt, haben wir auf einen Hügel gemacht, neben dem Eingang. Der Eingang wird mit Stein markiert. Dann geht es zum Feuer. Und an der Seite vom Eingang haben wir einen Altar errichtet. Und das war die Erde dieses Loches. Und auf dem Altar wurden dann schöne, ja, Pflanzen draufgelegt, Steine. Ich habe Muscheln, die ich in Portugal und Spanien gesammelt habe, dort draufgelegt. Pinien von meiner Reise, die ich immer im Auto vorne habe. Und auch Schmuck. So ein Ohrring, den ich jetzt auch gerade trage, den ich von meiner Herzensschwester habe. Und ja, wir sollten einfach Sachen, die uns wichtig sind, oder durften Sachen, die uns wichtig sind, dort drauflegen. Und ja, die wurden dann sozusagen geweiht. Und ja, dann ging es schon los. Wir sind nacheinander um das Feuer. Also um das Feuer haben wir so einen Kreis gebildet und sind nacheinander reingegangen mit den Kindern. Und dann, ja, waren wir halt alle nackt dort drin. Das war auch schon mal sehr, ja, schön. Einfach so, wie das auch in der natürlichen Sauna ist. Genau, eine Schutzhütte ist eigentlich eine natürliche Sauna. Ne? Versteht sich ja irgendwie. Und dann, als wir alle drin saßen, kamen schon die ersten Steine. Der Feuerhüter bringt die Steine immer rein, einen nach dem anderen. Und die Steine werden Großväter genannt. Das ist auch schon mal sehr, sehr schön. Und dann haben die auch noch mal so eine Bedeutung: Großvater der Liebe, der Vergessene, der Großvater des Witzes. Und also ganz unterschiedlich. Und das kommt dann immer vom Feuerhüter. Und wir singen in der Schutzhütte, in der ganz, ganz dunklen Schutzhütte. Und begrüßen die Steine sozusagen. Das war auch sehr, sehr schön einfach. Und dann wird es alles dunkel und das war so schön, als der erste Stein reinkam. Der war glühend rot und hat gefunkelt wie so Sterne, die aufblitzen. Das war wow. Dann hat der Micha immer so Kräuter da drauf gemacht. Das war auch richtig schön. Dann hat es so geduftet und das war einfach wunderschön. Und es gibt da noch so einen, ja, ich weiß nicht, was genau das war, ob das Stroh war oder irgendwie noch so eine Weide oder so. Und einer von uns durfte dann immer die Steine sozusagen begrüßen mit dieser Weide. Und dann hat das auch immer so gefunkelt, weil das dann immer ein bisschen ja, gebrannt hat. Und ja, dann fing es richtig an. Der Micha hat dann das Wasser drauf gegossen. Es war sehr intensiv. Es gab auch bei jeder Runde haben wir gesungen, Lieder, die entweder frei ausgedacht wurden oder die bekannt waren und es war so schön, als wir Rainbow-Lieder gesungen. Richtig, richtig schöne Verbindungen zur Mutter Erde aufgebaut und auch zueinander habe ich so das Gefühl gehabt mit den Menschen, die dort drin waren. Das war so schön. Und ich habe auch verschiedene Lieder in verschiedenen. Es gibt fünf Runden, fünf Schwitzhütten. Es gibt fünf Schwitzhüttenrunden. Und ich habe da auch, glaube ich, zwei oder drei Lieder gesungen, einfach frei, die aus mir herauskamen. Das war auch eine richtig schöne Erfahrung, einfach, ja, einfach zu singen. Und dann singst du zwei, drei Sätze und dann wiederholt man die immer wieder und singt die halt immer intensiver und langsamer oder lauter, leiser. Und das war einfach wow. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und auch einfach so ein bisschen so Indianer-Lieder, so wua, zum Beispiel, also es war noch intensiver als das, was ich jetzt gerade gesungen habe, aber so eine Art Magic. Und dann, als es so heiß auch wurde, sind die Kinder auch, vor allem bei der Dunkelheit, ein Kind hatte dann richtig Angst und meinte, ich habe Angst, ich habe Angst. Und dann hat der Feuerhüter gesagt, so, wir sind alle füreinander da und fühlt euch geborgen, Brüder und Schwestern. Und das war wow. Und ja, die Kinder sind dann trotzdem nacheinander rausgegangen, weil es halt einfach wirklich sehr heiß war. Aber sie sind auch wiedergekommen, einige von ihnen. Das war richtig schön. Eine Mama hat dann auch erzählt, dass ihre Tochter eigentlich total viel Angst in der Dunkelheit hat, aber dort hat sie einfach keine Angst gehabt. So, ja, richtig Wahnsinn. Ja, diese verschiedenen Runden. Also eine hieß Feuerrunde, eine war die Luftrunde, eine war die Wasserrunde, dann noch eine, die ich gerade nicht in Erinnerung habe. Und die letzte war die Herzensrunde. Und
Ja, die waren alle sehr, sehr krass, weil in dieser Schwitzhütte ist es so heiß geworden, also viel heißer als in so einer typischen Sauna. Und das war ein sehr intensiver Prozess für mich, fand ich, weil man einfach etwas aushält, was ja sehr, sehr krass ist. Also diese heiße Luft einfach. Man durfte sich dann auch auf den Boden legen, wenn es ein bisschen zu stark war. Und das habe ich dann auch so ab der zweiten Runde oder der dritten gemacht. Und das war richtig, richtig schön, weil wir auf dem Rasen lagen und ich einfach mit der Erde so eine Verbindung hatte und auch noch mit den Liedern und dem, was Micha gesagt hat und die Steine. Ja, schon eine krasse Erfahrung gewesen. Dann gab es noch die Wasserrunde, wurden wir mit Wasser nass gemacht. Das war richtig erfrischend und es gab Wasser zu trinken. Die hatten wir dann in so Kupferkelchen, die dann in der Reihe um weitergegeben wurden, bis jeder einen hatte. Und beim Weitergeben hat man immer gesagt, heiliges Wasser vom Herzen für dich oder von mir für dich. Und dabei habe ich meiner Nachbarin immer in die Augen geschaut und sie mir und das war so intensiv. Bei jedem Mal, wo wir den Kelch gereicht haben, habe ich mich so verbunden mit ihr gefühlt. Und ja, am Ende haben wir auch nochmal gesprochen. Und ja, das beruht auf jeden Fall auf bei Gegenseitigkeit. Am Ende haben wir nochmal gesprochen und ja, wir haben das beide auf jeden Fall so empfunden. Die letzte Runde war die Herzensrunde und die war nochmal richtig, richtig krass, so richtig heiß und intensiv für einen. Ich dachte mir, ich kann nicht mehr. Ich habe auch immer gesagt, ich kann nicht mehr. Dann hat auch jemand vor mir gesagt, ich kann nicht mehr. Und ich so, boah, ich kann auch nicht mehr. Und dann hat der Schutzhüttenmann, der übrigens gewechselt wurde, der Feuerhüter, hat mit Micha getauscht für die letzte Runde und dann hat er mit uns die Steine sozusagen begrüßt und ja, mit uns für uns ja, Dinge in den Raum gebracht sozusagen. Und dann hat er auch gesagt, versucht doch mal tief in den Moment zu kommen, seid wirklich präsent und spürt die Hitze, spürt, wo ihr seid, euren Körper. Und das war für mich nochmal richtig gut, dass er das gesagt hat, weil es war einfach so unglaublich heiß für mich, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, ich muss woanders jetzt sein. Aber dann nochmal zurück in den Moment zu kommen und da zu sein und richtig zu spüren, das geht hier gerade ab, das ist voll die intensive Erfahrung. Und ich habe so viel Stärke in mir gespürt, dass ich das durchhalte. So eine Sache, wo ich eigentlich schon längst abgebrochen hätte. Ja, und auch die Verbundenheit. Und wenn jemand vor dir dann sagt, ich kann nicht mehr und du dich dann einfach so. Ja, ich auch nicht. Und wir sind alle trotzdem weiter drin geblieben. Das war sehr intensiv. Ja, und dann zum Schluss sind wir alle nacheinander rausgegangen. Und man hat immer nach jeder Runde den Feuerhüter gerufen, dass er das Tor öffnet, sozusagen die Tür. Und entweder kam dann halt die nächste Runde und das wurden neue Steine reingegeben und einmal durchgelüftet mit so einem Tuch. Oder halt bei der letzten Runde sind wir dann alle rausgegangen und ja, das war voll schön rauszukommen, in diese Helligkeit wieder, das Feuer direkt vor allem und sich dann einmal runterzuknien und der Mutter Erde für alles zu danken, dass wir ja von ihr kommen und wieder in sie zurückgehen und dass wir dieses Leben leben dürfen. Das war eine der Grundessenzen, die ich da bei der Schutzhütte jetzt so spüren konnte. Ja, und dann nackig in den Bach hinein. Das war so genial. Wow, ich habe mich wie eine Nymphe gefühlt. Und so verbunden auch mit den Leuten, auch halt im Nachhinein auch noch. Und einfach froh gewesen. Dann gab es noch einmal die Abschlussrunde. Und da hat der Micha auch nochmal den Raum sozusagen geschlossen. Mit seiner Pfeife nochmal diesen Rauch in den Raum getragen. Und davor haben wir einmal auch gesagt, wie sich das alles, oder danach, glaube ich, haben wir gesagt, wie wir uns jetzt fühlen und was es uns gebracht hat. Und alle waren halt so, ja, total froh, dass sie das miterleben durften und dass sich vieles aufgelöst hat. Viele wirkten auch voll erleichtert und glücklich und ja, verbunden und. Ja, ich kann das nicht so gut beschreiben. Das ist auch sehr schwer zu beschreiben, was man da erlebt.
Muss man vielleicht selber erleben, wenn man auf sowas Lust hat. Ich kann das auch nur sagen, das ist eine wunderbare Erfahrung und ja, ich schätze das, dass ich das jetzt ja, erfahren durfte. Und ja, ich merke jetzt auch so in dem Alltag, wo ich jetzt wieder angekommen bin, ganz normal, da ich mal mit Menschen bin, die vielleicht nicht so drauf sind und diese bedingungslose Liebe einfach leben können, merke ich, dass ich das trotzdem machen kann, weil ich diese Stärke in mir spüre. Also dieser Respekt für andere Systeme, für andere Denkweisen ist da auf jeden Fall. Doch trotzdem lebe ich das, was ich auch auf der Reise erfahren habe, das, was ich in der Schwitzhütte nochmal intensivieren durfte und festigen konnte, lebe ich jetzt einfach im Alltag. Und ich bin so stark, merke ich. Das ist eine Sache, die ich von der Schwitzhütte, ja, nochmal wirklich in mir festigen konnte. Und dafür bin ich richtig, richtig dankbar. Ich war davor auf dem Spirit of Nature Festival, falls es jemandem von euch was sagt. Und da waren unglaublich tolle Menschen. Alles Menschen, die einfach ihren Verstand öffnen möchten für das, was, ja, was das Leben uns gibt. Und das Wunderbare in uns und das Wunderbare auch im Äußeren zu sehen und zu leben. Und da hatte ich auch sehr, sehr starke Verbindungen und konnte auch viele Ängste von mir loslassen. So, jeder von uns trägt ja auch Ängste in sich. Und ich hatte dort schon die sehr intensive Erfahrung machen können mit einer Schwester, wo wir beide uns gar nicht kannten und wir kamen zueinander, haben uns gesehen und waren einfach füreinander da und waren plötzlich in einem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einer Eröffnung unserer Seelen, wo wir beide uns getragen haben. Erst ich sie vom Gefühl her und dann hat sie mich getragen und es war wunderschön, dieses Gefühl zu haben, dass jemand für dich einfach Dinge trägt. Ja, und dann das Ganze in der Schwitzhütte nochmal zu festigen. Das war so meine Erfahrung. Deshalb wollte ich das jetzt auch teilen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt was daraus mitnehmen für euch, für euer Leben. Vielleicht ja, erleichtert es euch auch ein bisschen. Und ihr habt auch Lust, mehr Freiheit zu spüren, mehr euch selbst zu spüren, euch selbst zu leben. Freier von Ängsten. Positiver. Ja. Annehmender von positiven und negativen Dingen, denn die sind alle in unserem Leben und werden auch immer wieder kommen. So, ja. Aber genug davon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn und ich freue mich auf ganz bald mit euch. Und checkt mal das Freelancer-Projekt aus. Kommt jetzt auch schon wieder ein neues Interview, was auch sehr, sehr spannend ist. Von Rising Appalachia mit der Lea habe ich ein Interview geführt und das ist auf jeden Fall auch sehr stärkend. Also bis dann. Glück und Liebe an euch. Ihr Lieben, falls euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert, drückt die Glocke, vergisst es nicht, weil dann bekommt ihr auch Nachrichten, dass neue Videos von mir da sind. Macht's gut. Macht heute noch was Schönes, was euch ganz viel Spaß macht und bis bald. Ich habe euch sehr, 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 sehr lieb. Tschüss.